Servus und herzlich willkommen zu Mein Weg. Heute mit einem Mann, dem ein ganzes Stadion regelmäßig zujubelt. Und nein, er ist kein Rockstar, nein, er ist der Stadionsprecher des FC Bayern München, Stefan Lehmann. Servus, Stefan. Grüß dich, Elian. Freut mich sehr. Danke für die Einladung in deine Sendung. Ich glaube aber, die Menschen jubeln im Stadion nicht mir zu, sondern eher der Mannschaft. Und ich bin da so ein Bindeglied. Aber sie antworten dir. Ja, das tun sie. Und zu denen, soweit muss ich mich outen, habe auch ich schon dazu gehört. Echt? Ja, klar. Bist du Bayern-Fan? Vielleicht, ja. Vielleicht, ja. Ja, darf man in München natürlich nie so genau sagen. Du bist ja auch gebürtiger Münchner. War das für dich so eine Grundsatzentscheidung? Nein, das nicht. Komischerweise ist ja oft so, dass man vom Elternhaus sozialisiert wird, auf wie man sich dann weiterentwickelt, in welche Richtung man geht, später mal als Fan. So war es bei mir gar nicht. Also mein Elternhaus war eher Fußball uninteressiert, sondern die Begeisterung für diesen Sport, A, weil ich selber gern gespielt habe, schon als Kind, weil es mir Spaß gemacht hat, und die Begeisterung dann für den FC Bayern München, der Grund, warum ich ein Roter bin, obwohl ja die Stadt München auch zum damaligen Zeitpunkt eher blau war. Mhm. Das war einfach die Zeit, wenn du mit 10, 12, Anfang der 70er, Mitte der 70er Jahre, das war ja die Hochzeit des FC Bayern München, mit dreimal hintereinander Europapokal, der Landesmeister gewonnen. Und da war ich halt der kleine Stefan, 10, 12, 13 Jahre, da war es passiert. Da orientierst du dich natürlich, da schreiben die Zeitungen, das war im Fernsehen, und Namen wie Gerd Müller, Sepp Maier, Franz Beckenbauer waren ja auch in der Nationalmannschaft Heroes. Ja, und wenn du dann da als kleiner Bub stehst und sagst, so ist es gekommen, und dann war ich halt ein Roter und bin es bis heute geblieben. Bist du bis heute geblieben? Du hast ja aber auch einen ganz spannenden Lebensweg noch vor dieser Kooperation und Partnerschaft mit dem FC Bayern. Und ich würde sagen, damit fangen wir jetzt erstmal an. Gerne. Stefan, als Kind, warst du da schon immer so der Gesprächsoffene, der gern die Referate gehalten hat? Ja, leider, muss ich fast sagen. Es gab ja damals auch schon die sogenannten Verweise, ja, oder eben Rüffel in der Schule. Und die habe ich schon bekommen. Und zwar jetzt nicht, weil ich irgendwie randaliert habe oder weil ich irgendwie der große Revoluzer war und nie Hausaufgaben gemacht habe, sowas nicht, sondern weil ich einfach meinen Mund nicht halten konnte. Ich war halt immer schon, ich liebe das Gespräch, ich liebe die Konversation. Und damals schon, glaube ich, mein Grundschullehrer hat schon mal zu mir gesagt, also wenn der Lehmann mal stirbt, muss man seinen Mund extra beerdigen. Also ich hab einfach so ein paar, immer so Ermahnungen in der Schule schon bekommen, weil ich halt mich unterhalten habe mit meinem Kumpel links und rechts und immer einen Mund offen hatte. Und das war natürlich damals auch schon nicht erlaubt. Aber beim Referate halten hat es ja durchaus auch geholfen. Ja, das war natürlich, meine Stärke. Ich war immer, was die Sprachen angeht, das ist mein Metier, das war mein Talent. Ich habe mir wesentlich leichter getan, Französisch zu lernen, Englisch zu lernen, sogar Latein. Das ging so mit, das hat mir Freude gemacht, damit habe ich kein Problem gehabt. Aber frag mich jetzt nicht, Elian, nach meinen Mathematiknoten. Ich habe halt schon als Kind nie verstanden, warum A² plus B² plus 2ab und Klammer auf, und warum diese Kurve jetzt streng monoton steigend ist. Und kennst du das, wenn sowas in dir sagt, bäh? Und das war so bei mir. Mathematik, naturwissenschaftlicher Zweig, Physik, der Faradaysche Käfig, Biologie, Licht-Dunkel-Reaktion, Photosynthese. Ich habe mich durchgehauen, aber wie gesagt, meine Leidenschaft war immer die Sprache und Geschichte. Und Geschichte? Ja. Passt aber auch irgendwo zusammen. Wie bist du losgegangen nach der Schule? Wie ich losgegangen bin? Ja, ich meine, wenn du jetzt der Klassiker. Nein, ich habe ganz Klassiker. Nach der Schule, ich habe Abitur gemacht, mehr schlecht als recht. Habe mich halt irgendwie durchgehauen, habe ich dir gerade gesagt. Damals gab es ja noch die Wehrpflicht. Ich musste zur Bundeswehr. Ich war dann ganz normal, diese Wehrpflichtige. Ich glaube, wie waren es 15 oder 18 Monate? So genau kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. War ich halt bei der Bundeswehr. Wobei das auch nicht so eine wilde Zeit war. Das war damals alles
Ich war bei der Luftwaffe. Jetzt sagt wahrscheinlich jemand, der beim Heer war, ja, das sind eh die Warmduscher. So, also das war bei uns alles nicht so streng. Nach der Grundausbildung kann ich mich gut erinnern. Ich war Radarflugmelder, nannte man das, in Freising im Bunker. Und ich habe da eigentlich eine schöne Zeit gehabt. Und wenn du dann aufhörst mit der Bundeswehr, dann stehst du natürlich genau in der Situation. Anfang 20, ja und jetzt. Und so war es auch bei mir. Ich habe dann halt einfach angefangen zu studieren. Nämlich Geschichte, deutsche Literatur und Phonetik. Mit Überzeugung? Phonetiker. Zum Teil. Aber irgendwas musst du ja machen. Aber da kommt, das ist jetzt mal kein Fehler. Das ist jetzt kein Fehler, das machst du jetzt mal. Aber ich wusste natürlich schon, dass ich da jetzt nicht mein Leben wahrscheinlich verbringen werde. Irgendwo als was weiß ich, weiß ich gar nicht. Und dann kommt eben das Glück dazu. Das ist, man hat es oft. Ich denke mir oft, dass man nicht wirklich beeinflussen kann, was mit einem passiert im Leben. Denn mein Glück war, dass ich zu dieser Zeit, Anfang der 80er Jahre, 1983, 84, mit der Bundeswehr fertig war, mit der Schule, angefangen habe zu studieren und gleichzeitig war in Deutschland der Startschuss der privaten Medien, sowohl die Fernsehstationen als auch Rundfunk. Es gab in Bayern das Bayerische Medienerprobungsgesetz, da wurden dann Radiostationen gegründet, die also wie Pilze aus dem Boden gesprossen, wurscht. Das war die Zeit, in die ich da reingewachsen bin und das war im Nachhinein betrachtet auch großes Glück. Ja, jetzt hast du aber studiert. Wie bist du dann überhaupt zum Radio gekommen? Ja, ich habe drei Schwestern. Eine meiner Schwestern kommt irgendwann mal zu mir, haut mir eine Zeitung auf den Tisch beim Frühstück und sagt, hier, schau mal, die suchen irgendwie Mitarbeiter, die wollen eine Radiostation in München aufmachen. Radio 89, das ist was für dich. Da bewirbst du dich, weil du hast so ein großes Mundwerk, das ist genau dein Job, Stefan. Ich so, danke, Angela heißt sie, meine Schwester, der ich das zu verdanken habe. Soll ich das echt machen? Ja, das machst du. Okay, dann habe ich mit einem Freund, muss ich es jetzt kurz fassen, ich habe mit einem Freund dann einfach zu Hause im Wohnzimmer so mit Kassettenrekorder, ja, mit so Rack-Taste und so, habe ich einfach mal so eine imaginäre Radiosendung aufgenommen. Habe selber Platten aufgelegt nebenbei, damals Tina Turner, glaube ich, ganz groß, Private Dancer Album. What's love's got to do with it? Das war, glaube ich, so die Nummer 1 damals. Und hab irgendwas erzählt, war wahrscheinlich abenteuerlich schlecht. Und in der Sekunde, wo ich das abschicke nach Hamburg, habe ich es auch schon wieder vergessen gehabt. Ja, das wird eh nichts. Ja, der Rest ist Geschichte. Ich habe nach 3 Wochen plötzlich einen Brief bekommen vom Chefredakteur damals, vom Axel Springer Verlag, die dieses Radio 89 in München ins Leben gerufen haben. Ja, das klingt doch nicht schlecht. Und Sie sind auch noch gebürtiger Münchner. Sie kennen sich aus in der Stadt. Sie leben in München. Können wir uns mal treffen? Ich so, ja. Treffen wir uns. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das war der Beginn meiner Radiokarriere damals. Damals mit? November 1984 mit 23. Ja, 22, 23. Dann durftest du aber beim Radio direkt moderieren, oder? Ja. Das war ja damals alles, wir kamen ja mit dem Wasserglas in die Wüste. Es war ja, keiner wusste ja so wirklich genau, wie geht's. Das war dann klassisch Learning by Doing. Und du hast halt irgendwann angefangen zu senden und dann haben die gesagt, hey, du kannst einen Satz bilden mit Subjekt, Prädikat, Objekt. Du hast eine angenehme Stimme. Versuch mal. Habe ich mich da hingesetzt und habe da hochgebaut und habe da in dieses Mikrofon reingesprochen. Damals gab es ja, da war noch nichts digital. Nichts. Das war ja alles noch ferne Zukunftsmusik. Wir haben die Jingles noch von diesen Studer-Revox-Maschinen, von der Kassette abgedrückt. Links und rechts standen 2 Plattenspieler. Du als Moderator? Als Moderator, da musste ich habe meine Platten von zu Hause selber mitgebracht, meine privaten. Da habe ich die aufgelegt, dann habe ich mit zittrigen Händen, musstest du diese Platte, ja, also du legst die Nadel auf die Platte, rutscht da und dann musstest du wieder ein paar Umdrehungen zurück, weil wenn du auf Start gedrückt hast, dann lief der ja langsam an, der Plattenteller, und du konntest ja keinen Song mit What's Love's Got to Do. Das waren lauter so Sachen. Heute mit Rückblick
es ist so wie Auto und Pferdekutsche. Es ist wirklich aber toll, dass man dabei war. Ich werde das nie vergessen. Studium? Kleine Frage am Rande. Habe ich dann sausen lassen, ganz ehrlich, ja. Da habe ich dann, na, es war einfach so. Ich hab halt dann ein Angebot bekommen, richtig mitzuarbeiten und auch richtig Geld zu verdienen schon. Antenne Bayern? Ja. Kam dann. Ja, toll. Meine Güte, ich werde es nie vergessen. Helmut Marquardt war damals Gründungsgeschäftsführer, einer der bekanntesten Medienmanager in Deutschland. Wir alle kennen Helmut Marquardt, der damals ja Chef von Radio Gong 96.3 war. War auch schon ein Interviewpartner hier. Ah, auch schon, richtig, Helmut. Nein, der Helmut Marquardt kannte mich natürlich als Morning Man von Radio 1. Das war eigentlich sein Konkurrent. Radio 1 war der Konkurrent zu 96.3. Und der kannte mich und hat mich dann eines Tages angerufen und gesagt, Herr Lehmann, wir starten nächstes Jahr ein landesweites Radio, Antenne Bayern, und ich hätte Sie gern als Morning Man. Und dann habe ich entgeistert, habe ich gesagt, ja, aber Herr Marquardt, Sie haben doch einen eigenen Top-Morning-Mann, Walter Freiwald, Gott hab ihn selig. Der gute Walter lebt leider nicht mehr. Aber Walter war natürlich auch im Radio eine Sensation damals. Aber das war halt auch Helmut Marquardt, der hat gesagt, naja, ich schwäche doch nicht meine sehr gut gehende Münchner Lokalstation, weil die soll ja weiter gut laufen. Ich hole mir den Top-Morgenmann der Konkurrenz, setze den landesweit. Das sind halt die Manager. Es sind die Manager. Aber ich habe dann natürlich gedacht, das ist ja wie ein Traum. Sag ich, ja, mache ich. Ich freue mich, danke. Ja, und so kam es, dass ich am 5. September 1988 die erste Sendung auf Antenne Bayern gemacht habe. Wie war das? Ich war so nervös. Ja? Das glaubst du gar nicht, Elian. Ich hatte ja schon eine gewisse Radioerfahrung. Also hatte ich ja durch die 4 Jahre vorher im Lokalmarkt München. Aber wenn du dann weißt, es war ja auch mediale Aufmerksamkeit. Also es war ja einfach, Sendestart Antenne war ja Thema in Bayern. Und dann sitzt du da 6 Uhr morgens und weißt, jetzt hören dir theoretisch viele Millionen Menschen zu. Bayern mit 10 Millionen Einwohnern damals. Und dachte, oh Gott, das über die Grenzen hinaus. Ich war so nervös. Und du hörst richtig, wie ich zittere in der Stimme. Was ja gut war. Mein Gott, wenn ich da mit 23 da hingegangen wäre, hey, I'm Mr. Cool, dann wäre ja was nicht richtig gewesen. Die Nervosität hat sich ja schnell gelegt dann. Und durch diesen Erfolg, den ja nicht nur ich hatte, sondern das ganze Team damals, Antenne Bayern mit Programmdirektor Mike Haas, Tommy Orner war mit an Bord, Viktor Worms damals noch, diese ganzen, wir hatten echt so ein Spirit. Kennst du das? So dieses Goldgräberstimmung. Wenn du irgendwo was anfängst und wenn du sagst, so, hier sind wir und jetzt zeigen wir euch, dass wir das auch können. Und das hat uns getragen und das war dann der große, große Erfolg von Antenne Bayern, der dann natürlich auch meiner war. Dann kam ja die Zeit, was wir anfangs schon gesagt haben, wo ja dann auch ein großer Fußballclub mit dir zusammengearbeitet hat. Mhm. Dann würde ich aber sagen, wechseln wir den Ort, gar nicht weit von hier. Gerne. Also wir verlassen den Kurfürstenplatz. Das ist ja hier, weil du es auch gerade gesagt hast, nicht weit. Das war halt hier so mein Epizentrum. Viele Jahre habe ich hier gelebt. Erst in der Nordendstraße, da hinten in der Richtung. Und dann bin ich irgendwann mal über den Platz drüber, Anfang Belgradstraße gezogen. Und hier, so, das war so meine Welt, mein Reich, mein Café Schwabing, was jetzt Neuhauser heißt, sehr schön geworden, in dem wir jetzt sitzen. Das war mein zweites Wohnzimmer. Wenn du Single bist, hast nicht immer Bock, abends zu kochen, dann gehst halt einfach kurz rüber und sagst, Servus, grüß euch, ja, bitteschön, ein Wiener Schnitzel. Das war eine tolle Zeit hier in Schwabing, die ich auch nie vergesse. Jedes Mal, wenn ich wieder hier bin, wenn ich durchfahre, mit dem Radl, oder, dann denke ich mir, dann geht so ein Film ab, weißt du. Ach, weißt du noch, damals. Ja. Meine Schwabinger Zeit, aber es gibt auch andere Städten, die für mich wichtig sind. Und dein zweites Wohnzimmer wurden. Auch, ja. Dann gehen wir da mal hin. Gerne. Stefan, jetzt hier an deinem häufigsten Arbeitsplatz, oder? Ja, schon auch, neben dem Antenne Bayern Studio.
ist es die Allianz Arena, das ist richtig, ja. 1996, gut, da war es noch ein anderes Stadion, auch hier in München, das Olympiastadion. Das erste Mal Stadionsprecher, wie bist du da reingerutscht? Ja, es war so, dass der FC Bayern München mit Uli Hoeneß natürlich immer einen sehr, sehr weitdenkenden Manager hatte, der immer den Gesamtblick hatte, was gut für den Verein ist. Und es war einfach so, dass der Uli Hoeneß irgendwann mal sich gedacht hat, es würde für den FC Bayern mehr Sinn machen, mit einer landesweiten Radiostation zu kooperieren, als mit einem Münchner Stadtsender. Das soll jetzt nicht despektierlich, was jetzt den kleinen Lokalsender angeht. Da ging es einfach nur um das Verbreitungsgebiet. Weil natürlich auch ein Großteil der FC Bayern-Fans in ganz Bayern sitzt. Also auch in der Oberpfalz und in Niederbayern und in Schwaben. Und so kam also zustande, dass der FC Bayern gerne eine Kooperation mit Antenne Bayern haben wollte. Antenne natürlich interessiert war. Und als es dann darum ging, wer da jetzt die Stimme sein könnte, wer dieses Programm oder diese Zusammenarbeit wie immer mit Leben füllt oder sein Gesicht gibt, da war der Weg zu mir sehr kurz, weil es war ja kein Geheimnis, dass ich langjähriges Bayern-Mitglied bin, dass ich großer Fan bin, dass ich schon seit meiner Kindheit in der legendären Südkurve stand, im Olympiastadion, was du gerade angesprochen hast. Und so war der Weg dann nahe. Und als es dann soweit war und man mich gefragt hat, sag mal, Stefan, ich hatte noch eine Jahreskarte damals im Olympiastadion. Ach was. Ja, ja, Block X, leicht neben der Südkurve. Ich war ja da auch schon über 30, aber ich war jedes Spiel da. Und plötzlich hieß es, sag mal, hättest du nicht Lust, da diese Rolle zu übernehmen? Und ich so, was? Ich habe erst gedacht, wollen mich veräppeln oder was? Aber hat natürlich sofort ja gesagt. Und war von Anfang an toll, wobei ich schon auch sehr nervös war. Ja, ich wollte gerade fragen. Ich meine, davor war das vor allem dein Mikrofon, später im Fernsehen dann deine Kamera. Aber das erste Mal dann auch eben vor so einem großen Live-Publikum, oder? Es sind unterschiedliche Stiefel. Voll kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen, ob ich in einem Radiostudio sitze, in einem Mikrofon spreche, ob ich eine Fernsehproduktion mache und da irgendeine Showtreppe runterkomme mit Kamera oder ob du in der Funktion des Stadionsprechers des FC Bayern München in einem ausverkauften Stadion bist. Ob das jetzt das Olympiastadion ist oder war oder jetzt hier die Allianz Arena mit 75.000 und es ist ja jedes Spiel ausverkauft beim FC Bayern, gebe ich dir recht. Warum ist es so unterschiedlich? A, habe ich hier eine andere Funktion. Ich sehe mich als Stadionsprecher als Bindeglied zwischen den Interessen des Vereins, seiner Sponsoren und den Interessen des Publikums, des Fans. Ich kenne alle Seiten. Ich habe auch für alle Verständnis oder ich weiß, wie sie ticken. Und ich versuche halt auf meine Art, authentisch. Ich versuche die Begeisterung für diesen Sport zu transportieren. Ich versuche, die legitimen Interessen der Sponsoren möglichst sympathisch und locker auf den Rasen zu bringen. In einer Form, dass es wiederum das Publikum nicht langweilt. Verstehst du? Heißt für dich auch vor 75.000 Zuschauern, bist du der Stefan Lehmann, der du auch vielleicht in der Familie bist? Ja, doch, zumindest zu 80%. Natürlich, sage ich jetzt mal, gibt es vielleicht gewisse Dinge, wo ich sage, naja, das würde ich jetzt vielleicht anders machen. Aber es geht ja nicht um mich. Die Leute kommen ja nicht wegen mir. Ja, ganz wichtig. Sondern es geht hier nur um die Mannschaft, es geht um das Spiel. Und die Leute wollen Spaß haben. Und das sind auch zwei Punkte. Es gibt dieses Vorprogramm, da wird viel Information auch vermittelt. Aber natürlich gibt es dann auch, wie ich es nenne, die Magic Moments. Das ist die Mannschaftsaufstellung mit diesem Dialog zwischen den Fans und mir. Und dann natürlich, wenn das Tollste, was im Fußball passiert, wenn ein Tor fällt. Also der berühmte Torschrei. Und dieser Dialog, den wir da machen, hier in der Allianz Arena, mittlerweile machen sie es, glaube ich, in ganz Europa, überall, der ist ja auch beim FC Bayern entstanden. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Ich wage wirklich zu behaupten, es war im August 1996, als ich mein erstes Spiel hatte damals gegen den VfL Bochum. Ich werde es nie vergessen. Und ich hatte schon im Vorfeld mit ein paar Jungs aus der Südkurve das besprochen, ob wir das mal versuchen wollen. Ich sage den Vornamen, ihr schreit den Nachnamen. Ich sage, neuer Spielstand, FC Bayern 1 und Gegner 0. Danke, bitte. Das war damals ja komplett neu.
Das gab es nicht in einem Fußballstadion. Ich kann mich genau erinnern, dass Heribert Fassbender, damals der große Sportreporter und Kommentator in der Sportschau, gesagt hat, als er das erste Mal gehört hat, och, das ist ja ein nettes Spielchen, was der Stadionsprecher mit den Fans macht. Der war, werde ich nie vergessen. Die Geburtsstunde. Aber das war die Geburtsstunde des Dialogs zwischen dem Stadionsprecher und dem Fußballpublikum. Ich muss allerdings dazu sagen, ich möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken, ich kannte das schon aus dem Basketball in Amerika. Ich war einmal auf einer USA-Reise, damals noch radiotechnisch, war ich bei einem Spiel der Chicago Bulls. Große Zeit, Dennis Rodman, Scottie Pippen. Und da habe ich das erste Mal gehört, wie der Stadionsprecher damals das so gemacht hat. Und das hat mir so gefallen, hat mir so imponiert, dass ich dann zum gegebenen Zeitpunkt gesagt habe, das versuchen wir jetzt mal im Fußball. Und es ist absolut aufgegangen. Es hat funktioniert. Schön. Apropos Aufstellung, apropos Torschrei, du musst ja auch die ganzen Namen richtig aussprechen können und. Ja, da sagst du jetzt was. Hast du da teilweise Angst schon gehabt, dass du eine auf den Deckel kriegst von dem Spieler, den du vielleicht nicht optimal ausgesprochen hast? Ist schon passiert, um Gottes Willen. Ja, nobody is perfect. Also ich mach's schon so, ganz ehrlich, wenn ich mir unsicher bin, breche ich mir keinen Zacken aus der Krone. Ich gehe im Vorfeld, wenn die Mannschaften sich aufwärmen, ich pick mir einen raus, unsere Gäste. Also unsere Mannschaft kenne ich natürlich. Also da weiß ich auch, wie es. Weil da gehe ich einfach hin und sage, du, wie möchtest du es haben? Ja, bei Kingsley zum Beispiel, Coman, habe ich ihn gefragt. Sage ich, King, wie schaut's aus? Sagt er, vollkommen egal. Sag Coman, sag Coman, ist mir wurscht. So, dann, ja. Aber wenn ich es beim Gegner nicht weiß, dann gehe ich schon hin und frage einen Betreuer oder einen Co-Trainer. Du, wie spricht man den aus? Und dann sagt er mir das, weil ich versuche schon, Fehler zu vermeiden. Allerdings ist es nicht immer möglich. Ich war ganz am Anfang, es gibt diesen Engländer Burke und den habe ich schon auch mal zum Burke gemacht. Bin ich ganz ehrlich, ganz am Anfang. Also sowas kommt vor. Man sieht dich ja hauptsächlich als den Strahlemann des FC Bayern. Man hört dich auch noch im Radio immer wieder. Mhm. Auch über diese ganzen Jahre, wo du dann mal Radio gemacht hast, mal Fernsehen, dann eben Stadionsprecher des FC Bayern wurdest und Moderator jetzt bist. Ist das alles immer so rund gelaufen, wie sich das jetzt so anhört? Also unterm Strich bin ich ein Glückskind. Unterm Strich ist alles immer relativ rund gelaufen, bin ich ganz ehrlich. Ja, so ist es. Allerdings weiß ich auch, was ich dafür getan habe. Das kommt noch dazu. Also ich habe schon mal gesagt, du brauchst Glück, um überhaupt reinzurutschen. Aber dann musst du aus dieser Situation natürlich das Beste machen. Sprich, du bist ja auch schnell wieder weg oder in Vergessenheit geraten, wenn du nicht gut bist in dem, was du da tust. Und das habe ich immer ernst genommen. Das tue ich heute noch. Ich habe es immer ernst genommen. Ich nehme jede Veranstaltung ernst, jede Aufgabe, die man mir überträgt. Ich, ganz ehrlich, ich setze mich nicht, oder ich, wie sagt man immer so schön, auf den Lorbeeren ausruhen. Das bin ich gar nicht, ganz im Gegenteil. Ich kann auch nicht immer dasselbe machen. Ich brauche auch den Motor, ich brauche immer wieder neue Herausforderungen, die mich auch fordern. Und das macht mir Freude. Ja? Und wenn du meinst, dass ich irgendwie mal so ein richtig kämpfen musste, natürlich gibt es Phasen, wo es dir schwerer fällt, wo du vielleicht auch mal privat ein bisschen traurig bist, aus mannigfaltig, also ganz normal, wie es halt im Nebenleben ist. Ja. Früher, wenn jetzt eine Beziehung von mir in die Brüche gegangen ist, aufgrund meines Berufs auch, und da habe ich auch nicht in die Hände geklatscht. Aber warst du da eher der Berufsmensch, der Karrieremensch? Ja, ja, ich dachte mir halt, naja, das schon, ja doch. Deswegen bin ich auch relativ spät Papa geworden, erst mit Mitte 40 und habe eine Familie gegründet, weil das vorher war mein Leben so permanent auf der Überholspur, weißt du, links mit spannend natürlich, unglaublich spannend, aber halt nicht wirklich, war ich nicht wirklich bereit zu sagen, ich mache jetzt einen Gang weniger und gründe eine Familie. Wie möchtest du weitergehen? Bist du rundum zufrieden, dass du sagst, ich lebe gerade meinen Traum? Oder gibt es da noch was, wo du sagst, das würde ich gerne noch machen? Ich bin wirklich, was das angeht, ein glücklicher Mensch. In meinem Beruf kannst du ja gar nicht
höher. Also ich bin jetzt kein klassischer Manager, der sich jetzt irgendwie hocharbeiten möchte zum Vorstandsvorsitzenden oder sowas. Das ist ja gar nicht mein Metier. In das, was ich tue, ich mache jetzt wieder zusammen mit der Antenne Bayern Group ein sehr spannendes Radioprojekt. Das ist die Oldie-Antenne, die zum Teil schon in Nordrhein-Westfalen, in Hamburg, in Hessen, im Saarland gehört werden kann. Hoffentlich bald bundesweit. Das ist so ein schöner, sehr schöner Radiosender für die Babyboomer. Es macht mir viel Freude, ist auch spannend, ist jetzt erst noch im Entstehen. Ich mache ein bundesweites Radio. Ich bin immer noch die Stimme eines der berühmtesten und größten Vereine der Welt, des FC Bayern München, der Teil meines Lebens ist. Ja, weißt du, was ich meine? Was willst du denn noch machen? Ich mache das jetzt, solange es mir noch Freude macht und ich noch Motivation verspüre, mache ich es gerne. Ich bin allerdings der Erste, der, wenn er spürt, dass das schwindet, ich würde den Staffelstab gern weitergeben an jemand wie dich, weißt du? Das ist einfach, ja, Next Generation. Ja. Ich werde nicht warten, bis man mir irgendwann eine Schnabeltasse hinstellt. Ja? Das möchte ich nicht, sondern das würde mir Freude machen, meinem Nachfolger, oder vielleicht sind es ja auch zwei oder drei, wer weiß, einfach zu helfen, wie man mir geholfen hat, das zu übergehen. Und wenn ich irgendwann mal da oben sitze und dann wirklich ein Bayern-Spiel sehe, ja, was ich ja bis jetzt hier noch nicht getan habe, noch kein einziges. Ja, klar. Ich bin ja immer unten. Aber wenn ich das dann irgendwann mal mache und da unten steht dann jemand und sagt, und hier ist die Mannschaftsaufstellung des FC Bayern, der macht es auf seine Art und Weise und der macht es gut, dann würde ich mich wahnsinnig freuen. Weil dann, weißt du, muss weitergehen. Und ich verstehe. Irgendwelche Führungen durchs Museum oder mit den FC Bayern-Legenden, ja, das macht Freude, das kann ich auch noch länger machen. Aber alles zu seiner Zeit. Stefan, vielen Dank. Gerne. Es war ein wundervolles Gespräch, wie ich fand. Ja, danke, hat mir auch viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Bleibt mir noch eins. Danke. Bitte!